Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Herzlich willkommen im Wald der Sumpf Dotterblumen. Viel Spaß. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublotti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Sommergoldhähnchen. Liebe Freunde der Natur, herzlich willkommen zu diesem Video. Es begab sich an einem Frühlingsmorgen, an einem lauen Frühlingsmorgen, und ich bin unterwegs in einem wunderschönen Wald. Freunde, hört mal. Wow, wie in den Tropen. Die Mönchsgrasmücke. Großartig. Jetzt hat sie keine Lust mehr. Und im Hintergrund der Zaunkönig. Toll. Am Wegesrand war nicht nur der gewöhnliche Stinkstorchschnabel zu sehen, sondern auch der Wiesenlöwenzahn. Taraxacum officinale. Freunde, in diesem schönen Wald ist auch der Bärlauch am Start. Schaut mal, der steht kurz vor der Blüte. Ich habe auch schon so einige blütende Pflanzen gesehen. Die Blätter sind jetzt nicht mehr die zartesten, weil schon ein bisschen betagter, aber trotzdem großartig. Hier in diesem Wald gibt's quasi alles. Und von diesem Freund hier lassen wir die Finger. Der gefleckte Ahornstab. Hoch giftig. Total entspannt und zeitlos ging ich also weiter meines Weges. Und plötzlich war es soweit. Auf dem feuchten Waldboden sah ich große gelbe Blüten. Freunde, es ist soweit. Schaut mal hier im Hintergrund. Das Gelbe. Das sind die Sumpfdotterblumen. Großartig. Ja, da standen sie also. Die Sumpfdotterblumen. Kalter Palustris auf Schlauch. Freunde, ist es nicht eine wahre Pracht? Und glaubt mir eins, das hier, Buntspecht, ist erst der Anfang. Hier entlang dieses Tals, hier im Wald, alles voller Sumpfdotterblumen. Das habe ich in diesem Ausmaß, muss ich euch ganz ehrlich sagen, noch nie gesehen. Jetzt trommelt er auch noch, wie schön. Freunde, was ich euch sagen möchte, die Sumpfdotterblume gehört zu den Hahnenfußgewächsen. Genauso wie zum Beispiel das Schaboxkraut, ja? Ranuncula caeae. Sieht schön aus, aber kommt nicht auf die Idee, das zu essen, ja? Die Sumpfdotterblume, denn giftig. Aber angucken ist ja sowieso viel schöner. Botanisch sollte es auch weiterhin großartig weitergehen. Freunde, das ist einfach, ich bin wirklich, man kann fast von Überforderung sprechen, ja, weil hier ist botanisch, ist der absolute Hammer. Wir schauen uns hier mal um. Hier haben wir die große Auer, die große Brennnessel. Hier haben wir das klettige Labkraut. Hier haben wir Giersch. Hier hinten, wie gesagt, die Sumpfdotterblumen, ja. Wir haben hier sogar, haltet euch fest, den echten Beinwell. Zeige ich euch. Der Buntspecht trommelt. Hier ist er. Der echte Beinwell. Das ist der Knochenheiler aus dem Mittelalter. Wirkt zellerneuernd. Früher im Mittelalter hat man das echt, wenn ihr euch irgendwie einen Arm gebrochen habt, hat man den Freund da drauf gelegt, weil der zellerneuernd wirkt. Großartig. Der echte Beinwell auch in diesem Zauberwald zu Hause. Freunde, eine Pause am plätschernden Bach mit ein paar Mücken und Giersch, ein Snack
der Natur. Lecker. Psst, nicht so laut. Da wächst die Knoblauchsrauke. Inmitten unserer schönen Natur habe ich mich an diesem wunderschönen Morgen einfach pudelwohl gefühlt. Und dabei konnte ich so viel Neues für mich entdecken. Freunde, was ich ja total witzig finde, ne? Da hinten stehen die großen und mächtigen Sumpfdotterblumen. Und hier, eine Passage weiter, direkt nebenan, der kleine Bruder. Das ist das Schaboxkraut. Auch Hahnenfußgewächs, Ranunculaceae. Blüht hier. Schön. Die große Sternmiere. Sehr schön. Freunde, minimal schade ist an diesem Morgen, aber das ist heute Nachmittag auch nicht anders. Das sieht zwar nicht so aus, aber dieser wunderschöne Wald ist umgeben von Siedlungsbereichen und Straße und etc. pp. Und wir haben Samstag. Das heißt, die Leute machen Gartenarbeit, Rasenmähen, ganz wichtig. Immer jeden Tag Rasenmähen, ganz wichtig, damit ja keine Blümchen entstehen, wo sich Bienen draufsetzen können. Ne? Ganz wichtig, jeden Tag Rasenmähen. Und Heckenschere und so. Ja, der Mensch ist sehr, sehr da gerade. Ich versuche das aber mit schönen Bildern und vielleicht mit ein bisschen Musik zu untermalen. Ja? Alles klar. Ein Frühlingswald, wie ich ihn zugegebenermaßen erst selten erlebt habe. Überall das frische Grün, die singenden Vögel und die vielen, vielen Pflanzen und Blumen. Einfach herrlich. Freunde. Es flattert im Winde eine junge Rotbuche. Hier unten, das ist der Efeu-Ehrenpreis. Es ist alles voll. Warum stellt das jetzt nicht scharf? So. Und hier, junge Ahörner. Bergahorn. Ey, guckt euch das mal an, Freunde. Das pure Leben. Ich sag's euch, wie es ist. Die Natur erwacht und ich merk's auch in mir. Ich erwache auch. Also das ist so... Schön. Ein paar Meter weiter konnte ich dann nochmal den gefleckten Aronstab entdecken. Dieses Individuum war schon gut dabei, den Fruchtstand auszubilden. Im Wind schaukelte außerdem dieser junge Bergahorn. Ihr Lieben, ich möchte nochmal eine kurze Ode an das Klettenlabkraut aussprechen. Hier wunderbar zu sehen. Das Klettenlabkraut, haltet euch fest, zeichnet sich dadurch aus. Hallo? Vorführeffekt. Klette, du musst jetzt kletten. Dass das klettet, ja, das ist der absolute Hammer. Erstmal vorneweg, also das klettige Labkraut kann man essen. Hervorragend für Smoothies, für mit in Salat, alles gut. Und das klettet und das ist eine Strategie. Zaunkönig, das ist die Strategie zur Fortpflanzung, zur Verbreitung. Denn, das ist immer ganz lustig, ne? Wenn ich mit Kindern in der Natur arbeite, aber auch mit Erwachsenen, keine Sorge, dann kriegt jeder erstmal so ein bisschen so eine Klette einfach so ins Haar, um quasi die Art aufrecht zu erhalten. Und man kann damit ganz hervorragend spielen. Das Kind im Manne. Ein paar Meter weiter konnte ich dann diese interessanten Gebilde entdecken. Freunde, mit dem Rasenmäher im Hintergrund möchte ich euch fragen, habt ihr euch schon mal Farn angeguckt, wenn der quasi sprießt? Das sieht so aus. Der rollt sich im Prinzip aus, das ist hochinteressant. Und so ist das dann später. Allein so Pflanzen mal bei gewissen Vorgängen zu beobachten, beziehungsweise sich das anzugucken und Tag für Tag immer wieder neu gucken, wie schnell das dann teilweise auch geht. Einfach nur großartig. Auf einem jungen Buchenast hatte diese männliche Amsel ihre Umgebung genau im Blick. Schnecken krabbelten Bäume hoch. Kleine Individuen? Und ja, dann doch auch etwas größere. Was ist das? Ihr Lieben, ich möchte außerdem hier, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, vom Wald der Weinbergschnecken sprechen. Schaut mal hier. Aber das ist nicht die einzige, das möchte ich euch sagen. Hier ist alles voll, ich habe hier schon einen ganzen Schwung gesehen. Hier liegt auch eine. Aua, Brennnessel.
Da, seht ihr die? Da. Hier ist alles voller Weinbergschnecken. Klar, hier ist es feucht, ne? Feucht in der Senke mit Wasser, feucht. Schnecken mögen feucht. Und deswegen gibt es so Weinbergschnecken. Neben der purpurroten Taubnessel stand auch die Goldnessel am Wegesrand. Beide Arten gehören zu den Lippenblütlern. Und nun, liebe Menschen, möchte ich euch eine meiner absoluten Lieblingspflanzen vorstellen. Und zwar diese hier. Das ist der Waldsauerklee. Im Background erneut eine Weinbergschnecke. Ich möchte an dieser Stelle ganz im Ernst, von Herzen, eine Abonnentin von mir grüßen, von der ich weiß, dass diese den Waldsauerklee auch so mag. Du weißt Bescheid, ne? Herzliche Grüße, schön, dass du dabei bist. So, genau, der Waldsauerklee, denkt man, ist Klee, ist aber gar kein Klee. Denkt man, weil Klee, weil das so aussieht wie Klee, ist aber kein Klee. Und der wohnt halt hier im Wald. Und das Interessante ist hier an den Blättern, ich nehme mal gerade einen Zeigestock, so, diese Blätter, kann man sehen, die kann der nach unten wegklappen, wenn dem das zu sonnig wird. Weil der mag keine Sonne. Das ist jetzt hier schon grenzwertig. Der wird gleich, wird er hier diese Blätter, wird er runterklappen, weil dem das sonst zu sonnig ist. Der mag also Schatten, beziehungsweise zumindest Halbschatten. Und ja, einfach wunderschöne Pflanze. Und Wintergoldhähnchen singt, kann man auch essen. Großartig. Ein Morgen voller Achtsamkeit. Ein Morgen voller Meditation, ein Morgen voller Zufriedenheit. So kann man diesen einfach zusammenfassen. Freunde, es ist wunderbar. Neben dem Rasenmäher hört man jetzt auch die Amsel, das Rotkehlchen, die Rabenkrähe, den Buchfink, die Kohlmeise, Parus major. Wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Es macht Spaß. Die Vögel sieht man jetzt weniger, weil das Grün verdeckt sie. Aber das Konzert ist und bleibt einfach wunderschön. Ja, das bleibt es definitiv. Und neben dem Schaboxkraut war sie wieder zu sehen. Die wunderschöne Sumpf. Dotterblume. Danke für diesen großartigen Morgen. Ihr Lieben, mit den wunderschönen Sumpfdotterblumen im Hintergrund möchte ich mich wieder von euch verabschieden. Was bitte war das für ein großartiger Morgen? Ich muss euch mal jetzt ganz ehrlich sagen, ne, Ringeltaube und Buntspecht. Mir geht es richtig gut. Ey, dieses frische Grün, auch wenn es eigentlich ein bisschen zu früh ist, ne, muss man sagen. Aber wir arbeiten damit, was da ist. Dieses frische Grün gibt mir Energie. Und wir haben so viel entdeckt, so viele verschiedene Pflanzenarten, so viele verschiedene... Es ist einfach herrlich. Und im Hintergrund strahlen sie wie die Sonne, die Sumpfdotterblumen. Und das Schöne ist, ihr Lieben, ihr wart mit dabei. Grundsätzlich gilt, das will ich euch sagen, wenn euch der Kanal gefällt, lasst gern ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, täglich Rasenmähen, ne? Euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Ciao.